Seekrauts. Hallo Seekrauts-Freunde, willkommen zurück zu dieser Flaschenpost zum Update 0710. Wurde heute veröffentlicht mit den ganzen Informationen, die ab Donnerstag, den 18. Oktober, auf den Server aufgespielt werden. Wir werden ganz kurz mit euch die ganzen Sachen durchgehen und ich werde euch versuchen, ein möglichst großes Gesamtbild in ein paar Minuten hier zusammenzufassen. Also, Update ist 2,6 GB groß. Am 18. Oktober um 7 Uhr werden die Server runtergefahren und das Update aufgespielt. Das wird bis 10 Uhr dauern, also 3 Stunden. Und ja, dann ist das Update verfügbar. Ab 10 Uhr könnt ihr dann wieder zocken, wenn alles glatt läuft. Ja, wie gesagt, 2,6 GB, das ist für den einen oder anderen eine ganze Menge. Wenn ihr das Wargaming Center benutzt, das möchte ich euch als Hinweis mitgeben, dann könnt ihr per sofort das Update vorladen, so heißt das. Also man kann die Sache schon runterladen und die muss dann nur noch aktiviert oder installiert werden am Donnerstag. Das passiert dann automatisch, sobald ihr euren PC wieder startet. Wenn eure Internetverbindung nicht so schnell ist, ist es vielleicht mal eine Überlegung wert, mal über Nacht das Update runterzuladen und den Rechner einfach mal eine Nacht anzulassen oder einfach ein paar Stunden anzulassen und ein zeitversetztes Herunterfahren zu nutzen. Solche Geschichten. Kommen wir weiter zu den World of Warships Änderungen, die jetzt mit dem Update kommen, nämlich die britischen Zerstörer werden eingeführt. T2 bis T10 wird komplett als Forschungsbaum integriert werden, egal ob ihr Pläne hattet oder nicht, also welche ihr gefunden habt in diesen Containern. Es wird jetzt dann direkt freigeschaltet werden und ihr müsst euch dann durch den Forschungsbaum durcharbeiten oder nutzt eben Free XP, wie ihr das eben möchtet. Es gibt eine Änderung im Vergleich zu der Version, die jetzt von den britischen Zerstörern vorhanden ist. Wenn ihr das Standardverbrauchsmaterial des Nebelwerfers nutzt, werdet ihr nicht mehr 90 Sekunden Cooldown haben, sondern 105 Sekunden. Das Premium-Verbrauchsmaterial wird auf 70 Sekunden verbleiben, damit wird die Lücke zwischen Premium- und Standardverbrauchsmaterial vergrößert. Das soll jetzt sind es wohl 29% knapp und ja, eigentlich sollen es eben 50% sein und damit haben sie das dann wohl geschafft. Ich hatte das mal in einer anderen Flaschenpost anders verstanden, deswegen habe ich es ein bisschen anders da dargestellt. Das ist jetzt hier auch gleichzeitig die Korrektur dessen. So, das Royal Navy Event wird diesmal aus 5 Stufen bestehen, also das Update, das nächste Update kommt erst am 22. November, das heißt, jetzt haben wir eine 5-wöchige Patchpause sozusagen und ihr könnt ganze 5 Wochen dieses Update hier genießen. Wie immer bei diesem Royal Navy Event wird es für jede Woche eine Stufe geben. In jeder Stufe gibt es wieder 4 Direktiven. Ne? Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag wird jeweils eine Direktive veröffentlicht und in jeder Direktive gibt es 5 bis 7 Aufgaben, die ihr erfüllen müsst. Und ja, am Samstag, die verfallen nicht sozusagen pro Tag, sondern ihr habt immer eine ganze Woche Zeit. Immer von Mittwochmorgen bis Dienstagabend. Ja, also das ist so, wie es jetzt auch schon ist. Hier habt ihr nochmal die Übersicht zu den Direktiven. Wenn ihr die Direktiven abschließt, bekommt ihr diese Guineas, die euch dann wieder einen Rabatt auf der COSEC geben. Wenn ihr dann die ganzen Guineas zusammen habt, 48 Stück sind sammelbar, fehlen euch noch 2. Die restlichen 2 könnt ihr im Premium Store für 89 Cent das Stück kaufen oder ihr nutzt das Sonderangebot, das ist einmalig pro Account möglich, 10 Guineas für 89 Cent zu kaufen. Und dann würdet ihr quasi effektiv 89 Cent für eine COSEC ausgeben. Gegeben haben, wird sich auf jeden Fall lohnen, meiner persönlichen Meinung. Ich habe die COSEC zwar nicht, aber ich werde es auf jeden Fall nutzen. 89 Cent ist jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich viel. Und ja, aber das ist meine persönliche Meinung und soll euch jetzt nicht weiter groß beeinflussen. Wenn ihr die Direktiven alle erfüllt habt, schon am Samstag, dann könnt ihr direkt in die Bronzeliga, Silberliga und so weiter aufsteigen, um dann eben weitere Bonis abzufischen, nämlich hier Mosaik, Laterne, asiatische Laterne, Tarnung, Frühlingshimmel, also alle ganz coole Lackierungen, wo ihr so richtig, nochmal einen richtigen Boost bekommt. Dann ist ja, wie immer, wir haben Ende Oktober, Anfang November, das Halloween-Event ist jetzt schon die letzten 3 Jahre immer so gewesen und auch in diesem Jahr, oder die letzten 2 Jahre und auch in diesem Jahr wird es wieder ein Halloween-Event geben, das hat seine Schatten ja schon vorausgeschickt sozusagen. Es wird U-Boote geben und die sind ab 1. November verfügbar, das möchte ich euch gleich direkt sagen. Nicht ab dem ersten Patch, sondern direkt ab dem 1. November. Und wie setzt sich das alles jetzt zusammen? Ab dem 18. Oktober wird Rettet die Transylvania als Unternehmen der Woche verfügbar sein. Das ist dieses Ding, wo ihr quasi das Segelboot beschützen müsst. Das fährt zu dem Portal hin. Es sind die Katapulte links und rechts positioniert ihr und die Gegner werden versuchen, diese Transylvania eben zu versenken
Und ja, ihr müsst sie eben daran hindern. Ihr braucht ein tolles Team und dann sind 5 Sterne machbar. Diese Aktion ist von 2016, wurde jetzt nochmal leicht überarbeitet und ist halt jetzt der erste Punkt. In der ersten Woche müsst ihr da am besten 5 Sterne machen und ich sage euch auch gleich warum. Weil wenn ihr da 5 Sterne macht, dann bekommt ihr einmal die ganzen Belohnungen neu, auch wenn ihr schon 5 Sterne hattet. Und zum anderen schaltet ihr dadurch weitere U-Boote frei, die ihr ab 1. November dann einsetzen könnt. Ab dem 25. Oktober ist diese Mission Rettet die Transsilvania dann nur noch mit Division mit mindestens 4 Mann erfüllbar, weil dann das Unternehmen der Woche nämlich ein Sonnenstrahl in der Finsternis ist, so heißt dieses Unternehmen. Das ist das mit diesen 3 Türmen, ja, also hier nochmal das erste Unternehmen, mit diesem, wo ihr das Schiff da links und rechts durchgeleiten müsstet, hinten zu dem Portal. Und dann kommt das zweite Unternehmen, das ist dann hier andere Seite des Portals sozusagen, die Fortsetzung, wurde dann 2017 aufgelegt. Die Gegner strömen durch das Portal mit durch und wollen hier diese Seite eben okkupieren. Und ja, ihr solltet eben verhindern. Ihr müsst den Schmutz zurückdrängen. Ihr müsst die Transsilvania schützen. Und auch das ist eine machbare Sache. Wenn ihr da wieder 5 Sterne macht, bekommt ihr wieder ein weiteres U-Boot freigeschaltet. Lohnt sich auf alle Fälle, da mitzumachen. Und dann kommen wir zu dem Event, worauf sich wahrscheinlich eine ganze Menge Leute freuen, beziehungsweise eine ganze Menge Leute von euch gespannt sind. Wie werden U-Boote in World of Warships eingesetzt? Welche Möglichkeiten? Wie fühlt sich das überhaupt an? Wenn ihr jetzt auf dem Live-Server noch nicht getestet habt, habt ihr jetzt dann die Möglichkeit. Und ich persönlich bin ein ganz großer Fan davon. Wie gesagt, verurteilt mich, ich weiß, aber der ein oder andere sieht es anders von euch. Aber ich sag ganz ehrlich, da ist eine Menge Potenzial drin, meine Meinung. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht weiter reden. Die U-Boote kommen in dem Unternehmen. Ihr habt standardmäßig die Barracuda. Standard-U-Boot, kurze Tauchzeit, einigermaßen eine Geschwindigkeit, nicht besonders schnell, aber auch nicht besonders langsam. Ihr habt Sekundärgeschütze obendrauf. Ihr seid relativ weit sichtbar. Wenn ihr dazu weitere Details zu den ganzen anderen U-Booten haben wollt, ich verlinke euch ein Video unten in die Beschreibung, beziehungsweise jetzt oben in der Einblendung. Und dann könnt ihr da nochmal über alle Vor- und Nachteile euch informieren. Das ist ganz nett gemacht, denke ich. Ja, habt da noch einen kleinen U-Boot-Soundtrack dahinter gelegt. Ihr werdet ihn erkennen. Und ja, dann habt ihr so ein paar bisschen ein Gefühl dafür, welche U-Boote gut sind und vielleicht dann welche nicht so gut sind. Ja, wie bekommt ihr denn die dann auf dem Live-Server? Ihr macht einmal Rettet die Transsilvania mit 5 Sternen. Dann bekommt ihr diese Zipper-Sub-U-Boot. Oder ihr macht 5000 Erfahrungspunkte mit dem Unternehmen Horror der Tiefsee sozusagen. Also mit dem U-Boot-Unternehmen, was ab 1. November verfügbar ist. Dann, wenn ihr da drin 5000 Erfahrungspunkte sammelt, bekommt ihr eben dieses U-Boot gut geschrieben. Und dann gibt es das nächste, der Gärfalken. Da werdet euch sehr drüber freuen, das U-Boot macht eine ganze Menge Spaß. Macht 5 Sterne mit dem Sonnenstrahl in der Finsternis und oder 10.000 Erfahrungspunkte bei dem Horror der Tiefsee, dann bekommt ihr dieses Schiff. Wenn ihr dann mit den 3 U-Booten geschafft habt, 5 Sterne zu erarbeiten in diesem Horror der Tiefsee, dann bekommt ihr den Seelöwen und dann müsst ihr 50.000 Erfahrungen sammeln mit diesem Horror der Tiefsee, also mit diesem Unternehmen, wo die U-Boote zu fahren sind. Und dann bekommt ihr eben Killer Whale, also den Killer Wal als U-Boot. Den bin ich selber noch nicht gefahren. Das ist in diesem Video nicht beinhaltet, dieses U-Boot. Ich bin also da auch sehr gespannt. Oder ihr kauft euch in dem Premium Store den Halloween Bundle und da ist das U-Boot dann wohl irgendwie mit drin. So, zu steuern ganz normal. Ihr habt dann hier die Rohre, die ihr auswählen könnt. Beschleunigen, verlangsamen, links, rechts und dann eben auftauchen oder abtauchen. Das könnt ihr immer so in Etappen machen. Ihr habt Hauptbewaffnung Torpedos. Ihr könnt teilweise U-Boote mit Sekundärbewaffnung haben. Also einfach mal ausprobieren. Die haben eine ganz gute Brandwahrscheinlichkeit übrigens, die sekundär bewaffneten U-Boote. Aber sie halten nicht sehr viel aus, um es gleich vorweg zu sagen. Ja, also wie gesagt, alles, was ihr wissen müsst rund um U-Boote, findet ihr in unseren Livestreams aus der Vergangenheit, wo wir auch vom Testserver aus berichtet haben, respektive in dem U-Boot-Video, was ich euch vorhin verlinkt habe, beziehungsweise was unten in der Beschreibung dann eben drinne steht. Hier gibt es dann nochmal ein paar Bilder dazu. Und am Ende ist halt immer Rasputin euer Endgegner, den ihr dann schlagen müsst. Und ja, auch da, wie gesagt, die Belohnungen waren
glaube 5000 Kohle für 5 Sterne. Ich glaube, das war eine ganz große Menge. Also ist eine ganz ordentliche Geschichte. Ihr werdet auch wieder eben Errungenschaften für euer persönliches Profil bekommen können. Und ja, auch Krieger des Lichts ist möglich, wenn ihr nämlich 2016, 17 und 18 jeweils das Unternehmen mit 5 Sternen macht. Also das Unternehmen 2018 ist eben dieses U-Boot-Unternehmen. Und wenn ihr da halt 5 Sterne drinne macht, dann habt ihr den Krieger des Lichts vervollständigt. Es wird Halloween-Container geben. Das hatten wir euch ja auch mehr oder weniger schon berichtet. Und auch diese Halloween-Container, wie üblich, könnt ihr die bei uns im Livestream ab und zu mal gewinnen. Einfach unseren Kanal abonnieren und mit dabei sein in den Livestreams. Ab und zu hauen wir dann da mal einen Halloween-Container raus oder eben noch einen anderen Container. Darauf kommen wir eben dann gleich zu sprechen. So, in diesen Halloween-Container kann übrigens diesmal eine spezielle Tarnung für die North Carolina drin sein, für die Kiew, für die Z23 und eben die animierte, erste spezial animierte Tarnung für die Mogami. Hier, ihr seht's, der Kraken bewegt sich hier. Also, er sieht schon richtig ekelhaft aus. Ich persönlich mag so eine komischen Geschichten nicht, die so kringeln. Also, ich mag auch keine Schlangen, ich persönlich zumindest nicht. Von daher, es ist ein gutes Halloween Lackierung sozusagen, eine Spezialtarnung. Ja, wobei Tarnung ist es ja nur auch nicht wirklich. Aber gut, geht's weiter. Es wird Matchmaker-Änderungen geben und das wird eine Menge von euch da draußen freuen. Der Matchmaker verändert sich insofern, dass ein Soft-Limit eingesetzt wird, nämlich für die ersten 3 Minuten des Matchmakings im Zufallsgefecht. Es wird in Zukunft nur noch 4 Zerstörer in einem Gefecht geben, nicht mehr 5, wie es jetzt möglich ist. Und das für die ersten 3 Minuten. Also findet ihr ein Gefecht unter 3 Minuten, was eigentlich relativ realistisch ist, werdet ihr maximal noch 4 Zerstörer in dem Gefecht anfinden. Das ist ein erster Schritt. Ich persönlich, mein persönliches Gefühl sagt mir, 3 wäre besser. Aber okay, das ist das eine, was man fühlt, das andere, was Wargaming dann eben daraus macht. Und es wird noch eine Änderung geben, nämlich bei den Koop-Gefechten. Es werden nicht mehr als 4 Schlachtschiffe und nicht mehr als 4 Zerstörer von ins Spiel gelost werden von Spielern. Das heißt, da wird es auch ein Rebalancing so ein bisschen geben, so dass die, ihr wisst ja, beim Koop wird immer genau das gleiche Schiff nochmal gespiegelt und von daher, entweder sind es 4 Schlachtschiffe oder sind eben 4 Zerstörer, gesamt sind es ja glaube ich nur 7 Schiffe, die beim Koop da eben mitfahren können. Dann wird eingeführt mit dem Patch Update 0710 gewertete Gefechte und zwar im Sprintmodus. Auch dazu hatten wir euch ein separates Infovideo gemacht und haben euch erklärt, wie diese Sprints dann aussehen sollen. Ich persönlich finde es ziemlich cool. Es sind T5-Schiffe, es sind nur 10 Ränge, jede Menge Ränge, die unumstößlich sind, also wo ihr dann nicht weiter zurückfallen könnt. Und ja, eine ganz nette Belohnung, wenn ihr den Rang 1 erhaltet mit der Kohle. Also sollte man da unbedingt mal reinschauen. Wer Bock hat auf Ranked, dem wird das sicherlich auch Spaß machen auf einer kleinen, niedrigeren Tierstufe. Und ganz wichtig, ihr könnt in dieser Wertung in diesen Ranked-Gefechten Divisionen fahren. 2 Personen können in einer Division teilnehmen, heißt, habt ihr einen guten Kumpel und wollt zusammen ein bisschen Ranked rocken, dann ist jetzt eure Möglichkeit, in dieser Geschichte hier teilzunehmen. So, dann gibt es Änderungen bei der Game Balance und da muss ich sagen, habe ich was gefunden. Ich weiß nicht genau, ob das ein Tippfehler ist, aber es ist tatsächlich so, dass es jetzt bei der Hydroakustik Veränderungen bei den US-Schiffen gibt und auch bei anderen Schiffen gehen wir jetzt aber peu à peu durch. Ich zeig's euch gleich, was ich meine. Also wie gesagt, um die ganze Sache zu vereinheitlichen, haben sie sich ausgedacht, dass die Hydroakustik jetzt andere Erfassungsreichweiten von Schiffen hat sozusagen. Das normale Verbrauchsmaterial, Tierstufe 4 bis 7, hat eine Erfassungsreichweite von Schiffen von 4 km und von Torpedos von 3 km. Auf Tier 8 bis 9 beträgt sie dann 5 für Schiffe und 3,5 für Torpedos. Bei dem verbesserten Verbrauchsmaterial, wo man in der Vergangenheit nur eine Cooldown-Reduktion hatte, also dass man schneller diese Sache wieder einsetzen konnte, gibt es jetzt aber auch eine Erfassungsreichweitenänderung. Und das ist für mich doch richtig neu und überraschend. Wenn das so wirklich kommt, dann ist es das erste Mal, dass ein Premium-Verbrauchsmaterial auch in der Wirkungsweite oder in ihrem Wirkungsumfang verändert wird. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, dass das schon mal in Wargaming-Spielen bzw. in World of Warships schon mal so war. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ich da jetzt gerade falsch liege, aber ich wüsste nicht, dass Premium-Verbrauchsmaterialien quasi die Reichweite verändern, nämlich
es wird jetzt so sein, dass wenn ihr das Premium-Verbrauchsmaterial auf T5 bis T7 benutzt, dann werdet ihr Schiffe 1,5 Kilometer weiter aufklären als mit dem Standardverbrauchsmaterial. Das heißt 5,5 Kilometer und bei den waren es ja 4, jetzt sind es dann 5,5 und bei den Torpedos kommen 750 Meter obendrauf. Das heißt, ihr kennt 750 Meter die Torpedos früher. Und dann geht es bei T8 bis T9 auch noch so weiter. Da erkennt ihr 6 Kilometer weit die Schiffe und 4 Kilometer weit die Torpedos. Auch da ist ein Unterschied, 1 Kilometer respektive 500 Meter. Also, ehrlich gesagt, ist damit die Hydroakustik der deutschen Schiffe nicht mehr einmalig, weil ihr nämlich jetzt zum Beispiel 6 Kilometer weit die Schiffe aufklären könnt und nicht mehr nur 5,79 oder was das bei der Z52 war. Also von daher ziemlich überraschend. Dann die Wirkungsdauer des Nebelerzeugers wird für alle US-Schiffe auf 30 Sekunden gesetzt. Also ihr werdet 30 Sekunden lang Nebel auswerfen und die werden dann halt unterschiedlich lang stehen, die Nebelwände, so wie es jetzt schon eben ist. Aber ich möchte ganz gerne, dass ihr mir mal in euren Worten sagt, was ihr von dieser Aktion haltet. Also das war jetzt in meiner Meinung auch so nicht angekündigt, dass sogar das verbesserte hydroakustische Verbrauchsmaterial sogar eine größere Reichweite bekommt. Dass sich der Cooldown da verändert, das war in der Vergangenheit so. Darüber wird jetzt hier aber gar nichts geschrieben, ob der Cooldown sich auch verändert, ob der jetzt gleichgesetzt wird, dass man keine Unterschiede mehr hat, dafür aber eben ja andere Reichweiten. Ich bin gespannt. Muss mal sehen, wenn der Patch dann da ist. Ja, wie gesagt, gleich runter in die Kommentare unter meinem YouTube-Video hier. Das würde mich sehr freuen, da mit euch mal drüber zu diskutieren. So, und dann gibt es natürlich noch andere Erfassungsreichweiten für Schiffe und Torpedos. Hier Karlsruhe, Königsberg, York, Nürnberg, Graf Spee, Luoyang wird 5,5 für Schiffe und 3,75 für Torpedos haben. Friedrich der Große, Kurfürst, Tipper, Rohn, Hindenburg, Prinz Eugen, Z52 wird 6 Kilometer und dann 4 Kilometer für Torpedos haben. Das heißt, da gleichen sie es dann aus, ja, dass eben die Z52 sogar weiter Schiffe aufklären kann, beziehungsweise gleich weit wie die US-Zerstörer es tun können. Das heißt, da fällt dann das Schiff nicht zurück. Und die Erfassungsreichweiten von Torpedos und Schiffen an Bord des Trägers der Graf Zeppelin, Ernst Gede, Leberecht Maas und T61 werden dann für Schiffe 4 Kilometer betragen und 3 Kilometer für Torpedos. Und die deutschen Schiffe Z23, Z46, Z39 und die Bismarck wird dann mit den Werten ausgestattet werden, die typisch für T8 sind. Eben 5 Kilometer Erfassungsreichweite der Hydroakustik gegen Schiffe und 3,5 Kilometer Erfassungsreichweite gegen Torpedos. Ja, wie gesagt, hier ist nochmal die ganze Geschichte erwähnt mit den britischen Zerstörern. Die Änderung an dem Nebelwerfer hatte ich euch schon erzählt. Dann gab es eine Änderung an dem Zerstörer COSEC. Da werden ja nicht so viele von euch da draußen haben. Bei der Aktivierung des Verbrauchsmaterials Motorboost konnte man in Kurven plötzlich nur noch langsamer fahren als ohne Motorboost. Das war ein kleiner Bug. Und bei der Black Swan, dem T1-Kreuzer, ganz wichtig, wird jetzt die Ladezeit von 4 auf 6 Sekunden erhöht und das soll das alles ein bisschen angleichen an die Gegner. So, die Hydroakustik wird verändert. Also ihr merkt schon, ich bin gerade mal bei der Hälfte ungefähr der Flaschenpost diesmal und wir sind schon bei 18 Minuten. Meine Güte, ich muss mich ranhalten. Hydroakustik, Überwachungsradar wird verändert und zwar der Einsatzradius des Verbrauchsmaterials von 9,45 auf 9,9 wurde, beziehungsweise 9,9 wurde auf 9 Kilometer herabgesetzt. Das heißt, die Booster und die Seattle werden in Zukunft nur noch 9 Kilometer weit das Radar haben. Nicht die Hydroakustik, sondern das Radar haben und nicht mehr 9,9. Damit habt ihr als Zerstörer eben die Möglichkeit, den Schiffen auszuweichen. Das war in der Vergangenheit eben nicht so einfach möglich, weil die Booster sehr schnell aufging und also erst dann aufging, wenn es eigentlich schon zu spät war für euch, um vernünftig adäquat reagieren zu können. Dann gibt es was Neues, nämlich tägliche Lieferung. Und tägliche Lieferung ist quasi der neue Login-Bonus. Ihr loggt euch ein und könnt dann hier sehen, alles klar, ich habe mich eingeloggt, ihr bekommt einen besonderen Container. Ich habe mich wieder eingeloggt, ich bekomme Credits. Ich habe mich wieder eingeloggt, bekomme nochmal Credits oder eben Lackierung oder ähnliches. Einfach jeden Tag einloggen, einmal und ihr bekommt einen Login-Bonus. Wer jetzt noch nicht die Wehrpassstufe 2 erreicht hat, für den gibt es hier eine ganz besondere Aktion. Da müsst ihr euch, gibt es vier Phasen und mit jeweils drei Geschenken. Und in jeder Phase müsst ihr euch quasi dreimal eingeloggt haben.
und dann bekommt ihr Kältepunkte, Dublonen, Primo-Schiffe und so weiter und so weiter. Das funktioniert aber nur, wenn ihr Neuanfänger von World of Warships seid und die Wehrpassstufe 2, das passiert, ist übrigens gleich nach dem ersten Gefecht, habt ihr Wehrpassstufe 2, noch nicht erreicht habt, bevor dieser Patch aufgespielt wird. Das heißt, ihr dürft Wehrpassstufe 2 erst am Donnerstag um 12 erreichen, als Beispiel jetzt, und dann bekommt ihr diesen Bonus. Und es wird wohl irgendwie so lukrative Sonderangebote im Primo-Store geben in der nächsten Zeit. Und da gibt es dann eine Abteilung, die nennt sich Gute Geschäfte. Müsst ihr einfach mal reinschauen, was damit dann ganz gemeint, genau gemeint ist. Dann gibt es Änderungen in der Benutzeroberfläche. Und zwar wurde der Algorithmus geändert für die Aufklärung. Torpedos, wie euch Torpedos angezeigt werden. Ihr seht es jetzt hier schon, die wichtigen, unwichtigen werden ausgeblendet und die wichtigen werden dann von gelb auf rot und so weiter gesetzt. Das ist hier eine nett animierte Geschichte. Also wie gesagt, gelb ist ein Infoalarm, rot ist eine definitive Bedrohung für euch und ja, alles andere wird eben rausgefiltert, was für euch jetzt zum Beispiel nicht mehr so wichtig ist. So, dann wird es neue Filteroptionen geben im Hafen, da könnt ihr dann herausfiltern, Elite-Status-Schiffe oder eben Primärschiffe, die ihr dann ja markieren könnt und so könnt ihr eure Schiffe schneller wiederfinden. Wenn ihr ein Schiff spielen wollt, was ihr noch durch den Forschungsbaum bringen müsst, dann markiert ihr das als Primärschiff und könnt dann mit einem Filter relativ schnell auf diese Schiffe eben zugreifen. So, dann gibt es eine Test-Saison der Clan-Gefechte und zwar vom 22. bis 28. Oktober. In der Zeit könnt ihr als Kommandanten eures Clans dann eure Primetime festlegen und da mitmachen. Es werden wohl T6-Gefechte sein und man sollte da einfach nur mal mitmachen, denn am Ende gibt es für jeden, der da mitmacht und mindestens 10 Gefechte in der Testsaison gespielt hat, 500 Stahl und 15.000 Kohle. Das ist doch richtig, richtig geil. Und man muss darauf achten, dass 5 Gefechte während der Primetime auf einem anderen Server gespielt werden müssen. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie die das meinen. Am Ende ist diese Sache ja so gemeint oder gedacht, dass ja eine Mechanik zurzeit in programmiert wird, wo es eben möglich ist, dass ihr als europäische Spieler auch gegen amerikanische Clans auf amerikanischen Server spielen könnt oder auf dem japanischen Server, asiatischen Server und so weiter. Ich gehe davon aus, dass das eigentlich automatisch passiert, dass ihr entsprechend gematcht werdet. Müsste man dann gucken, wie es dann tatsächlich hier eben läuft. Wie gesagt, es wird 4 Runden geben, Montag, Dienstag, Samstag und Sonntag, wenn ihr da 10 Gefechte, Clan-Gefechte zusammen habt und hier diese Regel erfüllt habt mit 5 Gefechten gegen in der Primetime auf einem anderen Server, dann habt ihr eben diese Möglichkeit mit diesem Stahl und den 15.000 Kohle, was eine ganz coole Möglichkeit ist. Wie gesagt, das müssen wir dann sehen, wenn es da ist, wie es eben umgesetzt wird. Ja, dass ihr da die 5 Gefechte auf einem anderen Server macht, da komme ich gerade irgendwie nicht so richtig mit klar. Aber gut. Steht jetzt hier auch nicht weiter, ich hatte mir das vorhin schon mal durchgelesen. Dann gibt es neue Inhalte zum Testen. Ihr könnt jetzt die Wichita, die Charleston, die Dreadnought, die Vanguard und die West Virginia 41 auf dem Server treffen, nämlich für Tester und dann eben auch für die Community-Kontributoren und Entwickler wird das Schiff hier, werden die Schiffe ins Spiel hineingesetzt, um sie dann eben ausprobieren, anzupassen, bevor sie released werden. Es wird neue Tarnmuster im Spiel geben, nämlich Kobayashi Ki, Ashitaka und ja, diese beiden Tarnungen werden ins Spiel integriert und werden dann für Dublonen kaufbar sein, für den Fall, dass man das Schiff schon hatte und das nicht nochmal doppelt kaufen wollte, wie jetzt eben vor kurzem möglich war. Diese Geschichte Wettrüsten, der Gefechtsmodus Wettrüsten, wird erstmal wieder aus dem Spiel entfernt. Es wird Veränderungen an diesem Modus geben. Es gab eine ganze Menge Rückmeldungen für Wargaming und die werden jetzt wohl dann umgesetzt. Dann hatten wir euch auch darüber berichtet, Zusammenarbeit mit Alex Ovechkin. Ihr könnt bei uns ja gerade einen Premium-Container gewinnen, indem ihr das Video abonniert bzw. klickt, darunter euren Namen schreibt und dann natürlich unseren Kanal abonniert habt. Dann werde ich euch einen Premium-Container möglicherweise zulosen. Am 19.10. wird das passieren. Das ist Einsendeschluss um 21 Uhr und ich werde kurz danach natürlich die Auslosung vornehmen und euch dann schon mal sozusagen einen ersten Premium-Container zur Verfügung stellen. Es wird weitere geben, sehr wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht, wie die Preislage sein wird und ich werde immer mal wieder in unseren Livestreams, die immer Dienstags und Samstags sind, dann eben so einen Container verlosen oder vielleicht auch mehrere davon. Wer weiß das schon. Wie gesagt, Dienstags 20:30 und Samstags um 20 Uhr auf unserer Facebook-Seite findet ihr da weitere Informationen zu. Ja, wie die ganze Geschichte hier mit den Kapitänen und so weiter läuft, hatte ich euch auch schon damals erklärt.
wie ihr dann diese Sache freispielt, wird da auch drei Etappen geben. Ihr müsst den einen Auftrag annehmen. Am 19. klickt ihr einfach auf diesen Auftrag annehmen Geschichte und dann funktioniert die ganze Geschichte. Dann kommt der Stein ins Rollen, die ganzen Geschichten bauen alle aufeinander auf und ihr habt dann eben die Möglichkeit, so besondere Kapitäne da mitzunehmen. Zum Beispiel als besondere Möglichkeit ist, dass der Kapitän hier, wenn ihr diesen hier bekommt mit 15 Fähigkeitspunkten, dann könnt ihr den auf russischen und amerikanischen Schiffen einsetzen. Und der hat dann hier halt auch die besondere Fähigkeit Elite-Schütze und expedierte Überlebensfähigkeit, was richtig geil ist mit 400 Trefferpunkten pro Tierstufe. Ja, das sind 4000 Trefferpunkte bei T10 mehr, das macht schon richtig Spaß. Dann gibt es eben diese Tarnung in den Containern, auch eine ganz annehmbare Sache. So, und das wird ja dann die Sammlung ab 19. Oktober geben, nämlich die große 8, die dann aus drei Untersammlungen besteht. Also, die ist auch eine relativ kurzfristig verfügbar, also da sollte man zusehen, relativ schnell diese Teile alle zu sammeln. So, technische Probleme, jetzt sind wir schon doch ans Ende angekommen, wir sind bei 25 Minuten. Ja, auch da wird es nach und nach eine neue Mechanik geben, um technische Sachen zu sammeln, wenn ihr Probleme im Spiel habt. Kritische Berichte werden aktuell noch bei euch auf dem PC gesammelt. In Zukunft soll es möglich sein, diese Berichte direkt an die Entwickler zu schicken und euch die Arbeit ein bisschen zu minimieren. Da wird hier ein bisschen was dazu geschrieben. Bei Interesse einfach lesen. So, und dann gibt es hier noch einige Geschichten, nämlich zum Beispiel, dass Verbrauchsmaterial nicht mehr für Dublonen kaufbar ist, sondern nur noch für Creditpunkte. Wenn ihr nicht mehr genug Creditpunkte habt, aber Dublonen, könnt ihr mit Dublonen eben Creditpunkte kaufen, um dann wieder Verbrauchsmaterial hinzuzufügen. Ich denke, das ist ganz logisch. Es gab eine Menge Leute, gibt so gut wie keine Leute, die mit Dublonen diese Sachen kaufen und von daher wird es eben nur noch auf Creditpunkte beschränkt. Dann gibt es einige andere Geschichten, die aber nicht so weiter dramatisch sind und von daher möchte ich euch danken für 25, 26 Minuten Aufmerksamkeit. Ich bin durch das ganze Update hier durchgegangen. Ich hoffe, es war wieder was Informatives für euch dabei. Wenn ich irgendwas vergessen habe, einfach rein in die Kommentare damit eure Frage stellen. Ich werde sie beantworten, versprochen. Ich danke euch für eure Zeit und ich sage einfach bis zum nächsten Video, bis zur nächsten Flaschenpost. Euer Secrets Team, euer Marara. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao. Sea Krauts.